Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft. Guten Tag, meine Damen und Herren. Guten Morgen, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Ja, ich möchte heute gerne mit dir über zwei Themen diskutieren. Einmal über die 7. deutsch-chinesische Regierungskonsultation. Das ist ja ein Treffen, das seit 2011 vereinbart worden ist, wo sich hochrangige chinesische und deutsche Politiker treffen und austauschen. Und diesmal fand das in Berlin statt. Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang kam mit 10 Ministern nach Berlin und wurde an Empfang beim Staatspräsidenten vorbereitet. Und dann traf er sich mit Kanzler Scholz und 9 Bundesministern. Ministerien. Ja, zu, wie gesagt, bilateralen Regierungsgesprächen. Sensible Themen gab es eigentlich genug. Ja, das Festhalten Chinas an der felsenfesten Freundschaft mit Moskau, dann der Technologieabfluss nach China, die zunehmenden Spannungen in der Taiwanstraße und die Unterdrückung der Uiguren. Das ist eigentlich eine unerfreuliche Lage. Wenn man sich aber anschaut, was besprochen worden ist, habe ich eigentlich gar nicht verstanden, warum man sich getroffen hat, wenn ich ganz ehrlich bin. Es gab eine Presseerklärung mit großem Aplomb, wo 10 Projekte vorgestellt wurden, aber Rückfragen waren seltsamerweise nicht möglich. Wie das durchgehen konnte, ist mir schleierhaft. Also es muss dann gewisse Asymmetrie in der Verhandlungsführung gegeben haben. Ja, das wirkt so und ich hatte ja beim letzten Mal angekündigt, vielleicht ein paar Impressionen beizusteuern aus dem dazu stattfindenden 11. deutsch-chinesischen Forum für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Digitalisierung. Ja. Man hat den Eindruck, die Protokollhoheit hatten die Chinesen, ja, obwohl es in Berlin stattfand. Das war übrigens auch bei dem Treffen so. Es wuselten ganz viele chinesische Protokollbeamte darum und es war beim Bundeswirtschaftsministerium. Und ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass unsere Protokollbeamten völlig überrollt waren. machten die Sitzordnung, die belegten Stuhlreihen, also alles solche Dinge. Und man hat ja auch gesehen, man hat den Eindruck gehabt, der chinesische Ministerpräsident sei der Hausherr im Kanzleramt, wie er Herrn Scholz zum Pult führte. Also das ist das eine. Das andere aber, Bert, finde ich schon zentral, dass gerade in diesen Zeiten Gespräche stattfinden. Und es hat ja auch Gespräche am Montag gegeben, so eine Art Teerunde des chinesischen Ministerpräsidenten mit mehreren deutschen Unternehmensleitern. Und das, glaube ich, ist in diesen unübersichtlichen Zeiten, diesen vielfach mit Spannungen und Konflikten versehenen Zeiten ganz richtig und wichtig. Natürlich haben die Chinesen Interesse daran, dass Deutschland ein präferierter Partner aus ihrer Sicht ist, ja, und bleibt wichtig sein, und das Partner damit dann auch als dieser präferierte Partner im Grunde ein bisschen ein Gleichgewicht oder ein Gegengewicht zu den USA. Auf der anderen Seite muss man sagen, an den Tagen zuvor war Blinken, der amerikanische Außenminister, in China. Ja. Das war durchaus bemerkenswert, auch dass er von Xi empfangen wurde. Beide Seiten konzidieren mehr Verständnis füreinander. Und ich denke, das ist das Beste, was man in solchen Zeiten haben kann. Also insofern, es ist nicht so abgegangen mit verschiedenen Projekten, die genau unterschrieben wurden. Es waren Ankündigungen. Was mir aber auffiel, ich war schon mal vor längerer Zeit bei diesem Forum dabei, wenn man jetzt chinesische Unternehmer auf dem Panel hat, sind die mittlerweile genauso diskursiv wie die Deutschen. Also früher haben die ja ihre Sprechzettel abgelesen. Das ist nicht mehr so. Es war außerordentlich dynamisch, war ein richtig gutes Panel, hat, muss ich auch sagen, richtig Spaß gemacht. Es waren von deutscher Seite noch 2 Unternehmensführer von Heraeus und SMS dabei und im Wesentlichen waren das chinesische Unternehmensvertreter und vor allen Dingen CEOs natürlich aus den Fragen, aus dem Bereich Transformation, also alternative Energien, erneuerbare Energien. Und da liegt ja auch ein enormes Potenzial der Zusammenarbeit. Also ja und nein, wie du auf deine Frage. Es war chinesisch gerahmt und protokollhaft gestaltet. Vielleicht.
Aber auf der anderen Seite, gerade in solchen Zeiten, ist das Beste, was man haben kann, solche Gespräche, die auch wieder Verständnis etwas aufbauen können. Ja, aber wir werden natürlich uns damit abfinden müssen, dass China und Russland einen neuen Block bilden. Das ist völlig wahr. Und damit wird die Welt für uns natürlich unübersichtlicher, weil auf der anderen Seite ja die ehemaligen BRICS-Staaten auch wieder einen Block bilden. Das heißt, wir haben mittlerweile eine nicht tri-, sondern ja vierpolige Weltwirtschaft. Wir haben USA auf der einen Seite, wir haben China, Russland auf der anderen Seite, wir haben die BRICS und dann wir haben die Euro-Staaten auf der anderen, oder die EU auf der anderen Seite. Mhm. Und mit vier Bälle in der Luft zu jonglieren, ist schon schwer. Das ist schon hohe Schule. Und deswegen glaube ich, dass es, weil ja auch Interessenunterschiede da sind, wird es immer schwieriger, weitreichende Kompromisse oder Lösungen zu finden. Das zeigt sich ja auch in den Abreden mit China. Da ist ja eigentlich nichts Gehämmertes rausgekommen. Nee, nichts Gehämmertes, aber nochmal gesagt, die ganze Transformationsfrage betrifft beide. Da haben die Chinesen etwas anderen Zeitpfad. Bis 2060 wollen sie klimaneutral werden. Wir wollen 2045 in Europa 2050 klimaneutral werden. Und da sind ja auch die technologischen Abhängigkeiten gleich verteilt. Das ist ja nicht so, dass der eine nur das hat. Und die Dinge sind da hochdynamisch. Und das, glaube ich, macht auch eine gemeinsame Kooperation wichtig. Auf der anderen Seite natürlich vier Bälle, wenn das überhaupt, die anderen sind ja eher dann die Einzelbälle, nochmal eine Bündelung von Kleinbällen, ob die dann so jonglierungsfähig sind. Ich glaube, wir müssen es einfach auch deutlich machen, das, was über Jahrhunderte galt, dass es in der Welt immer irgendein Hegemon gab, also im 19. Jahrhundert war das Großbritannien bis ins 20. Jahrhundert, dann die USA im 20. Jahrhundert bis irgendwie jetzt noch, dass das überhaupt so nicht mehr geben wird, dass auch China diese Rolle nicht wird einnehmen können als 1,4 Milliarden Volk. Was, und stark, das was schnell altert, schnellst alternde Land genau, der Welt. Genau, schnell altert. Da haben wir auch schon darauf hingewiesen. So. Und von daher, das ist die eine Frage. Ich glaube, es wird diese Struktur so nicht mehr geben mit einem, der dann auch die durch seinen Vormacht ökonomische, militärische und damit auch politische Vormachtstellung die Dinge wird steuern können. Da werden wir uns darauf einzustellen haben. Und dann bleiben wir immer wieder bei der einen Frage, wie kann Europa antworten? Das muss Europa gemeinsam tun. Aber dass Deutschland hier eine besondere Rolle hat, unabhängig jetzt von den gegenwärtigen Schwierigkeiten in der Wirtschaft in Deutschland, glaube ich, ist wichtig. Und das dokumentiert sich auch ein Stück an der Stelle. Das Gespräch, das Deutschland geführt hat, ist ja auch ein Versuch gewesen, zu sagen, also wir können mit dem Begriff des De-Risking leben. Das ist natürlich klar. Also Decoupling, davon spricht keiner. Es steht ja in dem Hiroshima-Papier der G7-Abschluss auch drin. Und dieses De-Risking ist natürlich eigentlich ein normaler Unternehmensvorgang. Das kann man auch anders einordnen. Das ist schon anders handhabbar. Also von daher würde ich mal vermuten, dass die Chinesen auch Interessen haben, nicht nur mit Russland zusammenzuarbeiten. Ich meine, das haben wir vielfach beleuchtet, Bert. Ja, wir können also offensichtlich feststellen, dass die Welt multipolarer wird. Die beiden großen Blöcke gibt es nicht mehr. Es gibt vier Blöcke, aber dann gibt es natürlich zwei nach wie vor Ökonomie-Dominanz. Das ist einmal China auf der einen Seite und die USA auf der anderen Seite. Und dann haben wir natürlich auch ein Problem als Deutschland mit den USA. Für uns ist ja China mittlerweile der wichtigste Wirtschaftspartner überhaupt. Wir bauen dort Produktionskapazitäten auf und. Zerreißt es da nicht Deutschland? Ja, und das konntest du ja auch dieser Tage in einem anderen Rahmen hören und sehen, nämlich im Tag der Industrie, der Anfang der Woche stattgefunden hat, der ja zeitgleich lief quasi mit den deutsch-chinesischen Konsultationen. Aber wenn du eine Überschrift gesucht hättest für den Tag der Industrie, dann war es die Frage, mit welcher industriepolitischen Strategie antworten wir eigentlich auf die Perspektiven, die China hat mit der gezielten Unterstützung von Unternehmen und die Perspektiven, die die USA mit dem Inflation Reduction Act hat. Und das heißt, wir führen mittlerweile eine Diskussion über Industriepolitik. Bert, wenn wir mal ein bisschen zurückdenken, frühen 2000er Jahre oder so, dann war das in Deutschland immer ein Thema mit spitzen Fingern. Und das ist anders geworden. Das ist auch deshalb anders geworden, weil wir diese Spannungen haben, weil wir diese, nicht China und Deutschland, die beiden großen Gewinner der Globalisierung der letzten drei Jahrzehnte, diese Vernetzung. Aber jetzt stehen wir vor der Frage, und das fragt im Grunde auch die Wirtschaft, mit welchen angemessenen Perspektiven gehen wir eigentlich wirtschafts- und industriepolitisch in die Zukunft zwischen diesen beiden jetzt mal wirtschaftlich herausragenden Polen. Und ich meine, das war auch wirklich eindrucksvoll. Am Tag der Industrie sprach Christian Lindner,
Grundsätze der sozialen Marktwirtschaft wurden vorgetragen. Und dann sagt er natürlich, also keine Unternehmenssubvention, um Gottes Willen, kein Industriestrompreis. Und ja, Intel Magdeburg, also das ist ja auch nicht nochmal mehr Geld da. So. Und die Rede war zu Ende, es war eine Kaffeepause. Man ging raus, machte sein iPhone an und du konntest auf allen Portalen lesen, dass der Intel-Deal gerade mit 9,9 Milliarden mindestens als Fördersumme statt 7 Milliarden über die Bühne gegangen war. Und das ist ja eine ganz andere Qualität. Und das ist sozusagen der Rahmen, in dem wir uns befinden. Und dann sind wir ja auch bei einer Frage der wirtschaftspolitischen Strategie, der angemessenen, die sich genau aus dieser bipolaren ökonomischen Spannung USA-China für Deutschland ergibt. Ja, aber das ist genau das Dilemma. Also für Deutschland ist China ja als Wirtschaftspartner ein bisschen wichtiger sogar als die USA geworden, allein von den Produktionsstandorten her. Auf der anderen Seite, egal wie die Präsidenten heißen, werden alle Präsidenten versuchen, einen weiteren wirtschaftlichen Take-off von China zu bremsen. Gebremst wird dadurch die deutsche Wirtschaft, nicht? Ja, und die Alternativen in den USA sind zwar vorhanden. Man sieht ja, USA ist Platz 1 unserer Exportdestinationen geworden im letzten Jahr. China auf Platz 4 gerutscht. Also insofern hat sich da auch ein bisschen was verändert. Aber es sind letztlich, Bert, ganz knallharte Fragen der wirtschaftspolitischen Strategie, die zu beantworten sind. Die sind auch für Ökonomen nicht einfach zu beantworten. Das konnte man gestern erleben, 60 Jahre Sachverständigenrat. Das ist eine schöne Überleitung. Und in der Diskussion, da war ich genau der Punkt, in der Diskussion dann noch nach der Rede des Bundeskanzlers, dann Austausch mit Frau Schnitzer, der Vorsitzenden. Und da fragte die Journalistin, ja, wie ist das denn jetzt mit Intel und wie ist das denn mit dem Industriestrompreis? Nicht? Und dann hat Herr Scholz beides ein bisschen eingeordnet. Auf jeden Fall sagte dann die Vorsitzende des Rates, Frau Schnitzer, naja, also der Industriestrompreis, das wäre ja sehr skeptisch zu sehen. Ich spitze jetzt ein bisschen zu. Das wäre quasi Förderung alter Industrien. Aber die 9,9 Milliarden Intel, also das wäre schon sehr schön. Das wäre ja Zukunftsindustrien. Und da muss ich sagen, da habe ich eher Wahrnehmungsstörungen gehabt, als ich das gehört habe, weil ich das in der Kombination ehrlich gesagt nicht teile. Denn was habe ich denn von einer modernen Industrie, einem Teil, wenn sozusagen die Gesamtstruktur nicht mehr stimmt, wenn das Netz der Wertschöpfungsketten zerbrochen ist, weil ich keine energieintensiven Branchen mehr habe und der Industriestrompreis ja nicht nur die betrifft, sondern darüber hinaus ganze Ketten industrieller Arbeit und Produktion. Der wirkt ja durch alle durch. Der bleibt doch nicht in dem Segment begrenzt. So, und das fand ich ja schon also eine sehr unzulässige Vereinfachung, wo ich dachte, das ist dann halt nicht gelungene Beratung, auch nicht am 60. Geburtstag, zu sagen, das eine ist Förderung alter Industrien, aber die 9,9 Milliarden für Intel, was können wir machen? Ich meine, ob Intel das überhaupt noch trotzdem tut, ist ja immer noch fraglich. Europa muss zustimmen und Intel hat sich ja auch vorbehalten, dass man da möglicherweise das nochmal dann in Frage stellen, neu bewertet. Dann sagt der Kanzler, naja, es sind aber 33 Milliarden Investitionen, die nach Magdeburg kommen, aber knapp ein Drittel davon werden vom Staat bezahlt. Und wir erleben ja in allen, und das ist wiederum auch so eine Frage, Bert, die der Sachverständigenrat, glaube ich, bisher noch nicht so beleuchtet hat. Eine elegantere Überleitung zum zweiten Thema hätte ich nicht geschafft, also machen wir weiter. Ich will sagen, die Frage, mache ich eigentlich Förderung, also Capital Expenditures, also mache ich sozusagen eine Investitionsförderung oder mache ich Operational Expenditures, das, was die Amerikaner machen, fördere ich auch angemessen eine Standortbedingung im Laufe der Betriebszeit über einen Industriestrompreis beispielsweise. Und diese Debatte, die ist früher, hätten wir gar nicht auf die Idee gekommen, so eine Debatte zu führen, also denn die Überschrift ist, ich muss irgendwas machen und nicht nur, ich mache vielleicht etwas, sondern ich muss irgendwas machen, dann links oder rechts rum. Und das zeigt, dass sich in diesen 60 Jahren, gerade in den letzten beiden Jahren, ganz viel verändert hat. Ja, da bin ich natürlich eigentlich beim zweiten Thema. Also am Mittwoch hat der Sachverständigenrat ja seinen 60. Geburtstag in Berlin gefeiert. Ich wäre gerne hingekommen, bin aber dann irgendwann in Magdeburg gestrandet. Es waren wieder Personen im Gleisbett und wie gesagt, war sehr schade. Ich wäre dort gerne hingekommen. Aber du warst ja lange Zeit Generalsekretär des wissenschaftlichen Stabs und ich war einige Jahre Mitglied und Vorsitzender. Und deswegen würde ich mir die Frage erlauben, gerade anlässlich des 60. Geburtstags, ist dieses Gremium in seiner ursprünglichen Konzeption einfach noch zukunftsfähig? Also dieses Gremium ist ja gegen den Willen von Adenauer implementiert worden, weil er sagte, setzt dir doch keine Laus in den Pelz. Genau. Und im Sachverständigenratgesetz steht explizit drin, dass sie dieses Gremium keine Empfehlungen aussprechen soll. Aber wenn man keine Empfehlungen ausspricht, was soll man dann machen? Das heißt also,
hier ist ein Neutrum in die Welt gesetzt worden. Und das kommt ja darin zum Ausdruck, dass man immer so halbherzig berät. Also meine Vorstellung ist, das habe ich auch schon seit längerer Zeit mal gesagt, die Politik sollte doch bitte den Mut haben, wirklich ein Beratungsgremium zu installieren, nämlich Begutachtungsgremium haben wir ja unendlich viele. Es gibt doch kaum ein Ministerium, wo es nicht einen hochqualifizierten wissenschaftlichen Beirat gibt. Es gibt viele Forschungsinstitute, aber eine echte kompetente wirtschaftspolitische Beratung, wie es in den USA der Council of Economic Advisors macht, gibt es in Deutschland nicht. Meine Frage, ist es nicht an der Zeit, über, sagen wir mal, die ordnungspolitischen Koordinaten des Sachverständigenrates mal nachzudenken? Ja, aber du hast eine wesentliche vergessen, Bert, nämlich die Unabhängigkeit. Und das macht den großen Unterschied zum American Council of Economic Advisors aus, der ja nichts anderes ist als eine Abteilung des Weißen Hauses. Ja. Da werden zwar auch renommierte Ökonomen dann einberufen, aber es ist klar orientiert aus der grundpolitischen Perspektive des jeweiligen Präsidenten und seiner Administration. Es hat auch keine Kontinuität im Mitarbeiterstab. Mhm. Auch der wird komplett ausgetauscht. Ja. Der Sachverständigenrat hat ja so etwas wie eine institutionelle Kontinuität, weil jenseits des Wechsels der Räte, Geschäftsstelle und Stab immer die größere Kontinuität darstellen. Und das sozusagen unter der Überschrift der Unabhängigkeit muss man, glaube ich, erstmal für sich genommen würdigen. Und diese Unabhängigkeit halte ich schon für herausragend. Die würde ich ungern aufgeben. Das wäre die eine ordnungspolitische Aussage. Die zweite, der Sachverständigenrat hat das ja immer gelöst, hat zwar nicht wirklich konkrete Empfehlungen, man hat gesagt, wenn du aber das erreichen willst, liebe Politik, dann musst du aus A, B machen oder das oder die Alternative hier kostet mehr, die andere kostet weniger. Am Ende ist dieses Empfehlungsverbot nie wirklich, sagen wir mal, das Entscheidende gewesen. Es ist doch eher die Frage, ob die Präsentation des Sachverständigenrates noch angemessen ist. Also soll er Jahresgutachten schreiben mit 300 Seiten, 400 Seiten oder wir haben 250 1000 Seiten geschrieben zu meiner Zeit. Wundert mich jetzt nicht, Bert, ne? aber im Ernst, ist das noch einmal im Jahr der richtige Ansatz? Ja. Oder wie jetzt diskutiert wird, man macht zu jedem Thema mal irgendwie so eine Kurzstellungnahme. Ich bin da ehrlich gesagt hin und her gerissen. Ich meine, klar, man ist schneller, wenn man muss auch Einzelstellungnahmen machen. Aber so ein Jahresgutachten ist auch eine Referenz für das, was in den letzten 12 Monaten passiert ist, was wirtschaftspolitisch passiert ist, was im Rahmen der globalen und nationalen wirtschaftlichen Entwicklung Bedeutung hat und wie es zu bewerten ist. Das würde ich ungern aufgeben. Also vielleicht muss man beides machen, das Gutachten ein bisschen abspecken. Es ist wie eine Statusbestimmung, auch für die langfristigen Ziele. Und dann darunter zu bestimmten Themen, auch nicht beliebig. Ich glaube, auch das funktioniert nicht, dass der Sachverständigenrat sich dann äußert. Es wird ja nicht aus einem Mehr eine per se höhere Resonanz, sondern es muss ja immer eingeordnet werden in die Aufgabe und in die Unabhängigkeit. Und was der Sachverständigenrat selbst offensichtlich will, würde ja eine Änderung des Gesetzes vorsehen. Ja, das ist richtig. Aber vielleicht nochmal zurückzukommen. Also der Sachverständigenrat ist ja 63 gegründet worden, weil Erhard waren die Lohnforderungen der Gewerkschaften so, weil wir Vollbeschäftigung haben. Und daraus leitet sich ja das ungeschriebene Gesetz, ungeschriebene Recht oder die ungeschriebene Gewohnheit ab. Ein Mitglied im Benehmen mit den Arbeitgebern und ein Mitglied mit den Gewerkschaften hineinzusetzen. Im Übrigen steht aber im Gesetz drin, es ist dem Sachverständigenrat letztlich verboten, konkrete Empfehlungen auszugeben. Und an diesem Verbot müsste man dann natürlich dann auch diskutieren. Und da scheitert natürlich deine Argumentation dran. Das heißt also, und unabhängige Beratungsgremien. Was scheitert da? Ja, wenn ich ein Empfehlungsverbot habe, darf die Regierung nicht sagen, was sie tun soll. Naja, aber es steht ja konkrete Empfehlungen, Bernd, konkrete Empfehlungen. Aber schau mal, der Sachverständigenrat, als er dann ins Amt kam, hat ja genau die Erwartung nicht erfüllt, die Ludwig Erhard hatte. Man hat sich zwar zur kostenniveauneutralen Lohnpolitik vereinbart. Das war das erste gesagt, Gutachten, hat genau das getan, was Erhard wollte. Ja, aber gleichzeitig auch zu den Wechselkursen geäußert. Ja. Und das war ja prägend, dass in den 60er Jahren im Grunde das dominante Thema war die Frage des Wechselkurssystems, die Zukunftsfähigkeit fixierter Wechselkurse. Da hat es ja enormen Knatsch auch im Sachverständigenrat dann selbst gegeben. Das zweite große Thema war die lohnpolitische Überforderung. Das kam schon. Und das dritte Thema war, wie wirkt eigentlich, das war dann so Ende der 60er Jahre, mehreren Gutachten, wie wirkt eigentlich Konjunkturpolitik? Also welche Verzögerung, wie zeitlich passgenau ist sie eigentlich? Man hatte erste Erfahrungen. In den 70er Jahren kam dann die Wende zur Angebotspolitik. Genau, aber in den 60er Jahren
Also das waren schon die großen Themen und daran sieht man auch, dass es gar nicht nur um konkrete Empfehlungen geht, sondern um Politikverständnis, um Konzeptionen. Mhm. Denn die Frage der kostenniveauneutralen Lohnpolitik, des konjunkturneutralen Haushalts, der Produktivitätsorientierung oder Wechselkurse, natürlich war das am Ende mit dem Wechselkursthema, also pro oder gegen Aufwertung. Da gab es ja einen Riesenskandal, 69 im Bundestagswahlkampf. Äußerten sich dann Ratsmitglieder so und so. Der Rat machte eine Kampagne für eine Aufwertung der D-Mark, für eine Flexibilisierung. Das kriegte Franziska Strauß mit, machte einen Riesentamtam. Darauf trat ja ein Ratsmitglied zurück, weil Strauß nämlich gesagt hatte, der Sachverständigenrat mache hier terroristische Umtriebe. Und daraufhin hat das Ratsmitglied gesagt, also in so einer Vereinigung wollte er jetzt nicht mehr mitmachen. Das sind ja alles die Anekdoten am Rande, die aber genau im Kern des Geschehens stehen. Da siehst du aber Konstruktionsfehler dieses Gremiums. Das ist völlig eindeutig. Weiß ich gar nicht. Es zeigt doch, dass damit enorme Impulse für die Politik gesetzt wurden. Am Ende hat der Rat recht gehabt. Das System von Bretton Woods war nicht zu halten. Und eine zweite große Wende, du hast es angesprochen, dann ab Mitte der 70er Jahre, Gerhard Fels, mein Vorgänger als IW-Direktor, war noch nicht im Sachverständigen, war Vizepräsident Kiel und sagte, was die Räte hier analysieren zur Konjunktur, greift viel zu kurz, ist nämlich eine Strukturkrise, ist nämlich eine Wachstumskrise. Und damit kam dann, als er kam dann 76 in den Sachverständigenrat und dann kam die angebotsorientierte Wirtschaftspolitik. So. Und das hat aber auch lange die politische Debatte mitgeprägt, das muss man schon sehen. Also insofern, Bert, Ich frage mich immer, wohin trägt die Alternative? Wir haben doch alles schon versucht. Schau dir die Expertisen an, auch zu sagen, dass sie dann sonderbeauftragt wurden. Naja gut, die hat man dann auch zur Kenntnis genommen, waren aber nicht wirklich so prägend. Ob man mal über das gesamtwirtschaftliche Wohlfahrtsmaß war mal einmal so ein Thema. Ne? Dann die gemeinsamen Gutachten mit dem französischen Sachverständigenrat, auch das hat nicht wirklich breit getragen. Ja. Einzelne Papiere machen sie, der Stab ist heute anders aufgestellt, sie haben auch eine andere, sie haben eine eigene Pressetätigkeit. Also der Sachverständige hat sich ja weiterentwickelt. Er kann ja Policy Briefs schreiben. Ich weiß gar nicht, warum der das zum Gesetzesthema macht, wenn er das Jahresgutachten weiterab. Das muss er abgeben bis zum 15. November. Und ansonsten kann er Sondergutachten schreiben und die kann er auch Policy Brief nennen. Die kann er Policy Brief nennen, nur aber wir müssten dann trotzdem auf jeden Fall eine Änderung des Gesetzestextes haben, nämlich das, was du empfiehlst, ist qua Gesetz unzulässig. Ich bin ja bei dir, ich möchte den Rat ja zu einem wirtschaftspolitischen Beratungsgremium der Politik machen, aber wirtschaftspolitische Beratung der Politik setzt voraus, dass die Ratgeber den Erfolg der Politik wollen. Und genau das soll dieses Gremium ja eben nicht. Und deswegen, ich teile deine Argumentation, aber vom geltenden Gesetzestext her ist das nicht gedeckt. Ist das meines Erachtens nicht gedeckt. Außerdem, es gibt unendlich viele Begutachtungsgremien in diesem Land. Aber es gibt kein Beratungsgremium. Naja, die Beratung, das weiß man aus deiner Zeit auch, findet ja nicht nur in Form der schriftlich niedergelegten Gutachten statt. Der Sachverständige hat mal irgendwann, das war auch in den 60er Jahren gesagt, ein Sondergutachten kann auch mündlich vorgetragen werden oder die Form eines Briefes haben. Und das war noch zu Willy Brandts Zeiten. Und der Sachverständige hat das ja auch immer in den vielen Gesprächen, die er mit dem Bundeskanzler, der Bundeskanzlerin, mit den Fachministerien geführt hat. Ja, das ist ja auch eine Form der Beratung. Also insofern ist das ja nicht ausgeschlossen. Die Frage ist immer, wie stark kann ich die Unabhängigkeit sichern? Und das, glaube ich, ist das höchste Gut dieser gesetzlichen Regelung und dieser ordnungspolitischen Regelung, wie du sie genannt hast, nämlich, dass wir hier wirklich eine Unabhängigkeit haben, eine balancierte. Das ist durch die Berufung aber immer erlebt, dass der Sachverständigenrat trotz unterschiedlicher Akteure, Ausgangspositionen zusammengefunden hat in den seltensten Fällen. Das war mal frühe 80er Jahre, als Werner Glasstätter mit Aplomb austrat. Das war aber eher, es lag auf beiden Seiten, aber es war nicht zwingend. Also es war sozusagen mal in einem Fall. Aber ansonsten hat es immer zu konstruktiven Ergebnissen gekommen. Die Minderheit kann auch ein Minderheitsvotum schreiben. Also das findet ja, wenn man das Jahresgutachten nicht mehr hat, auch nicht statt, diese Meinungsbreite. Auch zu sagen, das ist die Mehrheitsmeinung und jetzt stellen wir mal noch die andere dagegen und dann muss Politik auch entscheiden. Rat entscheidet nicht, aber er kann durchaus beraten. Und insofern, ich bin ja nicht ganz so lange jetzt schon dabei wie du, aber auch ziemlich lange. Die Diskussionen drehen sich immer wieder um dasselbe Thema. Was soll man machen? Nochmal ein bisschen mehr aktuell, ein bisschen kleinere Papiere. Gutachten ist zu lang, Gutachten ist zu umfangreich. Da hat man es verkürzt, dann wurde es auch wieder länger. Man hat eine andere
Struktur gefunden. Ich glaube, da warst du ja sogar wesentlich daran mitbeteiligt, wegzugehen von der Grundzüge der Wirtschaftspolitik, hieß es ja mal. Es war immer das Einstiegskapitel. Ja, furchtbar. Das war die ordnungspolitische Besinnung oder die angebotspolitische Grundlegung. Auch das kann man gut oder schlecht finden. Ich persönlich finde, gelegentlich mal ein paar systematische Argumente ist auch gut, statt gleich in die Einzelkapitel und Einzelthemen reinzugehen. Aber ich habe noch nicht so richtig den Vorteil jetzt, dass gut. andere Lösungen gefunden. Ja, gut, insofern 60 Jahre, ja, ich glaube nur, man muss, eins muss man in jedem Fall, man kann sich nicht hinstellen, wenn ich das mal ein bisschen kritisch sagen darf, wir machen evidenzbasierte Politikberatung. Und dann kommt, da haben wir drüber gesprochen, aber im letzten Jahresgutachten so mit dem Nebensatz quasi vorbereitet, jetzt muss man die Steuern erhöhen. Das hat mit Evidenzbasierung nichts zu tun. Ja, aber es hat natürlich auch was mit bestimmter Beratung zu tun. Aber Fakt ist, man kann so ein Jahresgutachten machen, da haben wir damals auch drüber diskutiert. Aber wir fanden es beispielsweise gut, als wir, das begann mit Angela Merkel, mit Spezialanalysen zu einzelnen Fragen betraut wurden. Und das war eine sehr sinnvolle Sache. Und man muss natürlich sagen, wenn also der Rat die von dir so hochgeschätzte Beratungsfunktion der Regierung übernimmt, dann ist natürlich der Standort Wiesbaden nicht der beste. Ist nicht der beste. Nämlich, dass das Gremium eben beim Statistischen Bundesamt angesiedelt ist, und zwar bei der Hauptstelle, sagt ja eigentlich, dass die Gründungsväter dieses Gremiums eben genau das, was du so in den Vordergrund stellst, gar nicht haben wollten. Naja, sie wollten damit aber auch einerseits, also naja, sagen wir mal so, das Statistische Bundesamt war ja nun damals in Wiesbaden und nicht in Bonn. Ja. Und es war aber auch in der Nähe kein Problem. Die Distanz war noch keine Schnellbahnstrecke, aber wie man von deiner Erfahrung gestern sehen kann, kann man auch an der Schnellbahnstrecke scheitern. Aber es war die Idee ja, einen Unterbau zu schaffen, ohne groß zusätzliche Investitionen zu haben. Und das Statistische Bundesamt hat dann für die Wahrnehmung dieser Aufgabe eine Verbindungsstelle eingerichtet. Das sind 5, 6, 7, 8 Mitarbeiter, das schwankt immer ein bisschen, die dann für den Sachverständigenrat arbeiten. Das war damals die statistische Expertise, das alles vorzubereiten. Auch so ein Gutachten zu drucken und ganz einfache Dinge, muss ja auch alles gemacht werden. Dafür eine andere Aufgabe als heute. Das kann man sicherlich ändern. Ich finde, aus der räumlichen Distanz angesichts der digitalen Möglichkeiten, die wir haben, ist aber auch nicht das zentrale Problem. Aber ein wichtiges persönliches Gespräch, gerade wenn man bereit ist, durch nichts zu ersetzen. Ja, gut, aber ich meine, die sollen ja auch nicht jeden Tag da rumlaufen. Also dann müssen sie halt nach Berlin reisen, das tun sie auch. Und sie haben ja auch nicht nur eine Beratung an die Politik, sondern auch an die Öffentlichkeit. Der Sachverständigenrat soll auch zur Urteilsbildung in der Öffentlichkeit beitragen. Und das setzt man natürlich auch nochmal besondere Verständnis oder Übertragungsleistungen, also Verstehensleistungen voraus, die man dann auch gut transportiert. Und das ist dem Rat auch in früheren Zeiten immer wichtig gewesen. Also das ordnet sich auch ein. Medien erreicht man auch überall. Aber klar, da kann man lange und trefflich streiten. Gut. Also ich bleibe immer noch dabei, dass es uns in Deutschland so etwas fehlt wie ein Council of Economic Advisors, der ja bewusst also in die Politik integriert ist. Und kein Mitglied hat es jemals wissenschaftlich geschadet, dort Mitglied gewesen zu sein. Das muss man natürlich auch mal sagen. Aber das ist eine andere Beratung. Ja, das gilt ja für den Deutschen Sachverständigenrat auch. Das gilt auch für den Deutschen Sachverständigenrat. Also das ist schon das Konzept, wo wir uns vielleicht drüber einigen können. Es bräuchte diese monumentalen Jahresgutachten nicht mehr unbedingt geworfen, wirken die tödlich. Wie gesagt, ich war da selbst dran beteiligt. Sondern meines Erachtens, wenn man wirklich das politische Gestalten in den Vordergrund stellen wollte, wären kürzere Expertisen also sehr viel sinnvoller und die auch nicht einmal im Jahr gegeben werden. Guck mal deine eigene Zeit zurück. 20 Punkte für mehr Wachstum und Beschäftigung im Jahresgutachten 2002. Das war die Blaupause für die Agenda. Ja. So, und insofern, das kannst du mit einer kleinen Expertise nicht machen. Das musste substanziell unterlegt sein, das musste abgeleitet sein, das musste begründet sein und entsprechend entwickelt. Also insofern, dieses Jahresgutachten, das wird immer so, aber am Ende, die Einzelexpertisen, sind wir doch jetzt da auch mal ehrlich, weil du sagst, die waren dann ganz schön. Ja, welchen Impact haben die denn gehabt? Einzelexpertisen kriegst du überall. Ein Jahresgutachten kriegst du nirgends. Einzelexpertisen
das machen wir ja auch ständig vom IW, das machen die Kollegen von den anderen Instituten, eine Studie zur Rentenversicherung im Zeichen der demografischen Alterung, zur Krankenversicherung, im veränderten Lebensbiografien und was weiß ich alles. Und das ist ja vorhanden. Ein Jahresgutachten ist immer noch dann ein Unique Selling Point, wenn man das so wenden will, des Sachverständigenrats. Da schließt er eine Marktlücke. Deswegen würde ich das gerade nicht aufgeben. Ansonsten, der Rest ist beliebig, der ordnet sich ein, da weiß auch keiner mehr, von wem kam das jetzt. Jahresgutachten gibt es nur vom Sachverständigenrat. Gut, also dann. Das sollte man vielleicht nicht aufgeben. Es hat sich bewährt und deswegen soll es so bleiben. Ich wage mal die Prognose, du wirst erleben, beim 75. Geburtstag wirst du ja wahrscheinlich noch eher wahrscheinlich als ich, noch auf der Welt sein, aber ich glaube schon, dass sich bis dahin die Arbeit dieses Gremiums deutlich geändert haben wird, weil die Politik sehr viel schnelllebiger ist, sehr viel schneller reagieren muss. Ich glaube schon, dass wenn sich am institutionellen Gefüge der Unabhängigkeit nicht viel ändern soll, dass man tendenziell doch zu mehr kürzeren Expertisen übergeht. Aber die kürzeren Expertisen, die kannst du dann über ChatGPT sowieso selbst machen, den braucht man dann auch nicht mehr, die muss nur noch geprüft werden, das kann der wissenschaftliche Stab dann alleine machen. Ich bleib dabei, Bert, dass die Marktlücke, die der Sachverständigenrat hat, ist das Jahresgutachten und nicht die Einzelexpertisen. Und, aber wir gucken mal, was zum 75. Geburtstag. Wir werden uns da bei einem guten Glas Rotwein treffen. Da werden wir uns dann sehen. Im Übrigen läuft da eine schöne Debatte. Und jetzt mache ich keine Werbung, aber ich habe da auch schon meine abweichende, zu deiner Ansicht abweichende Meinung auch schriftlich dargelegt. Die Hörer sollen mal erkundigen, wo man sowas findet. Also vielen herzlichen Dank für diesmalige kontroverse Gespräch. Ja, und viel Freude demnächst mit der Bahn. Ja, vielen Dank, ja. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.